Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, habe ich es richtig gesagt? Ja, ich denke schon. Ja, im letzten Part ist leider der Dekubon gestorben, aber er hat uns gesagt, wo wir hin müssen. Nämlich raus aus dem Dorf und ja, nach Hyrule, glaube ich, war es. Nach Schloss Hyrule, zu Prinzessin Zelda sollen wir. Von daher gehen wir da mal ganz schnell hin. So, wer ist denn da? Hallo? Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Ich denke, wir sollten mal kurz mit allem reden. Ja? Was? Okay, die sagt das Gleiche. Mal sehen, was sie da drüben sagen. Oder was sie da drüben sagt. Okay. Was? Okay. Die sagen alle das Gleiche scheinbar. Auch die Männer. So, komm, geh raus aus dem Wasser. Jetzt ist nicht die Zeit zum Planschen. So, was war hier nochmal? Ich glaube, hier war der Laden. Nee. Link, hast du vor, uns zu verlassen? Ja. Deswegen gehe ich jetzt. Tschüss. So. Da steht auch noch jemand. Mido ist sehr aufgebracht. Ich frage mich, was er hat. Ja, das frage ich mich auch. Ich habe doch gar nichts gemacht. Da kann ich nicht wegmachen. Meh. Ist er da? Oder ist das überhaupt sein Haus? Nee, das war Salias Haus, glaube ich. Okay. Wir können das Gras so oft wegmachen, wie wir wollen. Es wird da bleiben. Tja. Okay. Dann halt nicht. So, stand hier nicht noch jemand? Irgendwo hier stand noch jemand. Da drüben. Da mit dem oder die oder das haben wir schon gesprochen, glaube ich, oder? Ja, mit der haben wir schon gesprochen. Mido ist sehr aufgebracht. Ich frage mich, was er hat. Ah, sagt auch das Gleiche. Also da waren sie nicht so kreativ. Keine große Vielfalt an Sätzen. Ja. So. Voila, was ist das für ein Lärm draußen? Der Dekubaum ist tot. Ist damit auch unser Ende nah? Keine Ahnung. Aber ich werde alles tun, um euch zu retten. So viel steht fest. Naja, ich bin voll romantisch, ich weiß. So, da ist niemand. Was ist denn mit dir? Kokiri, die das Dorf verlassen, sind zum Sterben, verdammt. Du hast doch nicht etwa vor, es auszuprobieren? Doch, und zwar jetzt, so. Hehehe, tschüss. Oha. Oh, du verlässt uns? Da ist er also hin. Oh je. Die sieht so traurig aus. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Okay. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Oh. Dankeschön. Ich muss den Bildschirm ein bisschen drehen. So. Hoppala. Okay, jetzt hängt das total schief, aber egal. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf eine der Pfeile platzieren. Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken.
Oh, wie süß. Okay, tschüss, Salia. Wir gehen dann mal. Oh, der ist echt schlecht im Abschied nehmen, habe ich das Gefühl. Okay, tschüss, Salia. Und die Fee schwirrt nur so um sie herum, statt sie irgendwie zu trösten. Puh. Als ob sie die Fee gar nicht berührt. Oha. Hylianische Steppe. Das ist riesig hier. Wow. Nicht schlecht. So. Wir machen aber erstmal die Ocarina hier. Drauf. So. Jetzt sind wir mal raus aus der Stadt. Oh, sei willkommen. Bist du bereit, Link? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächsten aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Okay, tschüss. Du Uhu. Irgendwas. Ist es ein Uhu? Keine Ahnung. Es sieht irgendwie eine Mischung aus wie. Also aus verschiedenen Tieren. So. Boah, es ist groß hier. Da drüben ist aber das Schloss. Oh, das ist ein Gegner. Oh! Ach, das ist so einer. Oh, oh Gott. Nee, den kann ich glaube nicht besiegen. Oh, es wird dunkel hier? Okay. Wir sollten hier nicht so viel Zeit verblendern mit den doofen Gegnern hier. Wow. Wir sollten mal hier Richtung Schloss. Zumindest sieht es so aus, als ob da hinten das Schloss wäre. Hui, was ist denn da vorne? Oh, dunkel. Ein Fels. Oh Gott! Oh Gott! Zombies. Ah, ich sollte mehr anvisieren. Es kommen immer zwei, oder wie? Ja, scheinbar. Ja, dreh dich halt mal in die richtige Richtung. Okay, also anvisieren ist kein Garant dafür, dass man was findet. Ja, was denn? Ein Knochengänger? Lass dir von ihm keine Angst einjagen. Schwing einfach dein Schwert. So, okay. Da gibt es ganz viel Rubine. Können wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, ohne dass solche Viecher nochmal kommen? Okay, scheinbar ist es nachts hier wirklich gefährlich. Ah ja. Hurra. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Das müsste hier aber das Schloss sein. Wir sollten aber besser dem Weg folgen. So, hui. Okay. Ah ne, ist das da hinten, Hyrule? Auf jeden Fall wird es jetzt Tag. Was ist denn das hier? Irgendwas anderes.
Moment, der hat ja gesagt, wir können in die Karte. Hä? Okay, wo bin ich denn? Irgendwie blicke ich von der Karte gar nichts. Moment. Ort, Hylianische Steppe. Ich bin wohl mitten im... Verlorene Welt der Hylianische Steppe, Marktplatz, London Farm. Okay, ich muss wohl da lang. Da drüben ist wohl nur eine Farm, wie es scheint. Aber da sind Tag und Nacht echt kurz. Aber cool, dass es das gibt. Und warum kommen die jetzt noch? Ah ja, okay, jetzt sind sie weg. Hoppala. Ach, jetzt geht das Tor auf. Das Tor war nachts zu. Oh, dann wären wir ja gar nicht reingekommen. Toll. Ah, aber schön, dass die tagsüber wegbleiben, die Knochenviecher. So. Das scheint das, die Stadt zu sein, ne? Zumindest schaut das so aus. Und das schaut auch so aus, als ob da ein Schloss wäre. Lang lebe Prinzessin Zelda! Okay. Halt, ich will da rein. Oh, da kann man sogar rein. Hallo. Oh, so viele Krüge. Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar? Egal, vielleicht können wir ja etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stelle dich vor einen Krug und drücke A, um ihn anzuheben. Drückst du noch einmal A, wirst du ihn. Okay, das machen wir. Oh, so viele Krüge. Oh, das sind Rubine. Ich würde gern mehr sehen. So. Oh, das sind auch noch Rubine. Da will ich jetzt nicht hin. Ich will die Rubine einsammeln. Kann man die auch mit dem Schwert? Ja. So geht's nämlich schneller. Yay. Jetzt habe ich alle Krüge bald zerstört. Krugzerstörer. Link, haha. Aber die Rubine brauchen wir bestimmt für irgendwas. Garantiert. Gibt es sicher irgendwas zu kaufen. Oder so. So, weiter kaputt machen. Hey. Yay! Er hat ja nicht gesagt, dass wir nicht dürfen. Er hat uns sogar verklärt, wie wir das können. Von daher machen wir einfach fleißig alles kaputt. So, wir haben alles kaputt gemacht. Ja. Okay, der erklärt nicht viel. Also, nicht, er sagt nicht viel anderes, sag mal so. Ja. Soll uns recht sein. So. Ui, da ist auch noch eine Tür. Die Optik ist ein bisschen doof, aber scheinbar können wir nicht in die Tür. Ui, Marktplatz. Okay. Hey, nimm deine Finger weg. Ich habe es zuerst gesehen. Hä? Was? Still, Kleiner, still. Hey, geht das nicht auch ein bisschen billiger? Okay, kann man mit dir nicht reden? Doch. Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Ist er nicht eindrucksvoll, Kleiner? Ich sehe nicht viel. Ist zu weit weg. Sorry. Hallo. Bazaar. Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Willkommen. Mein heißester Artikel ist zurzeit der Hylia-Schild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß, Kleiner. Hylia-Schild, ui. Dekonüsse. Oh, Pfeile. Dekostab. Pfeile brauchen wir ja noch nicht. Okay. Wir haben ja unser Kokiri-Schild, glaube ich. Haha. Warst du schon einmal auf der London Farm, Kleiner?
Die Milch dort ist köstlich. Außerdem gibt es da viele Pferde und die junge Tochter des Farmers ist da richtig süß. Zur Farm kommst du, wenn du nach dem Ortsausgang durch die Steppen nach Süden gehst. Besuche sie unbedingt einmal. Okay. Egal, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Was gibt's denn hier? Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Das ist aber nicht hier. Willkommen. Oh, das ist so ein Schönling. Das ist ein grünes Elixier. Warte mal, was hat denn der überhaupt? Hey Kleiner, wenn du die Medizin mitnehmen möchtest, brauchst du etwas zum Aufbewahren. Oh. Blaues Feuer. P. Oh, was haben wir nicht zum Aufbewahren? Irrlicht. Fisch. Okay, da brauchen wir erst scheinbar was. Ein Gefäß oder sowas. Hui. Verglichen mit den streunenden Promenadenmischungen ist das Fell meines Hundes prächtig und glänzend. Okay. Hey! Du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Achso, sagt sie das. Oh. Du bist ja noch schöner als Prinzessin Zelda. Oh. Hey, du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Oh Gott, sind die verliebt. Oh, ist ja widerlich. Wow, Robine. Wir machen Randale und Schmetterlinge, oder? Oder sehe ich das gerade nicht richtig? Oh, das kleine Mädchen, hallo. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die London Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Müssen wir gleich mal gucken. Hey, Waldschrat! Das ist Hyrule. Nimm dir Zeit und schau dich in aller Ruhe um. Ja, das habe ich vor. Wenn du zum Schloss von Hyrule möchtest, nimm die Straße zu deiner Rechten. Wenn du die Seitenstraßen erforschen willst, geh nach links. Oh, okay, danke. Ich tanze nicht, weißt du? Mir tut der Rücken weh. Au, aha! Und dann, warum zappelst du denn so? Solltest du weniger zappeln. Hoppala. Voll gegen die Wand geknallt. Typisch Link. Wir haben keinen Pfeil, ne? Kein Pfeil und Bogen. Kann man, glaube ich, an der Schießbude nicht mitmachen. Kann man nicht mitmachen. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, das zu lesen. Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte, verkaufe mir etwas, bitte. In einer Flasche. Ich habe nichts in einer Flasche, tut mir leid. Ich habe tierisch viel verdient. Vielleicht sollte ich noch mehr Sachen suchen, die ich verkaufen kann. Ich weiß schon, ich sollte zum Heliasee gehen. Da wird immer eine Menge interessantes Zeug angeschwemmt. Heliasee, merken wir uns mal. Hast du von der Legende des Schattenvolks gehört? Es sind die Chica, die Schatten der Hylianer. Es heißt, sie hätten dem König von Hyrule ewige Treue geschworen, um ihn und seine Familie stets zu beschützen. Klingt interessant. Aber nach solch einer langen Zeit voller Frieden haben wir schon lange keinen der Chica mehr gesehen. Dennoch, ich habe gehört, dass es noch eine Vertreterin der Chica geben soll. Sie lebt im Schloss. Ja, kein Wunder, das seht ihr sie natürlich nie. Kennst du die Zitadelle der Zeit, die sich im Nordosten der Stadt befindet? Die Legenden besagen, dass sich in der Zitadelle der Zeit der Zugang zum Heiligen Reich befindet. Hast du das schon gewusst? Nö, aber danke für die Info. So, was ist denn hier drin? Minenboarding, what? Ich habe keine Bomben. Oh, tut mir leid. Wir haben noch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Okay, tschüss. Okay, die Oma läuft weiter.
Hey, hast du schon gehört, dass Prinzessin Zelda in ihren Träumen die Zukunft voraussieht? Hey, wer drängelt sich davor? Hä, was? Still, Kleiner, still! Wow, Weiber am Shoppen. Das ist immer grauenvoll. Hoppala. Oh, hier findet man Rubine. Und da findet man einen Kerl. Hallo, hoppala. Und fast wären wir runtergefallen. Sind wir gerade runtergefallen? Es heißt, wir Iliana hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Das ist ja geil, wir sind runtergefallen. Ich wollte zu Prinzessin Zelda. Habe die Wachen umgangen. Bin durch den Burggraben geschwommen. Ich war fast bei ihr, als sie mich doch noch geschnappt haben. Ich habe ein enges Abflussloch auf der Ostseite des Schlosses gefunden und dachte, ich käme durch. Aber ich blieb hängen. Vielleicht kommen wir ja durch. Ja, was ist mit dir? Hahaha, welch dämlicher Kerl. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen diesem Idioten haben sie die Bewachung vor dem Schloss noch verstärkt. Ah, ist das witzig. Nicht. Das ist ein Dieb, oder? Der schleicht es um die Gegend. Wo gehst du denn hin? Ich bin schwer am Trainieren. Achso, du bist am Trainieren, ist klar. Was trainierst du denn? Schatzkistenpoker, vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Okay. Können wir hier irgendwo lang? Ah, ja. Hey Kleiner, ich verrate etwas. Ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Okay, danke. Hallo, Türe. Komisch. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ey, hallo, ich habe angeklopft. Und ich darf sogar rein. Ich habe sogar zweimal geklopft. Okay. Hier ist niemand. Vielleicht sind die erst abends da. Vielleicht. Okay, da ist scheinbar nichts mehr. Dann können wir ja hier lang. Hoppala, fast gegen die Wand gelaufen. Wer bist denn du? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Da ist es halt so still. Hoppala. Hey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Nichts. Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Okay, wieder eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Kommen wir da hoch? Scheinbar nicht, okay. Schade. Hätten wir ausprobieren können, ne? So, da drüben war doch auch noch eine... Dann ging es doch auch noch irgendwo hin. Die steinerne Statue scheint dir etwas sagen zu wollen. Oh! Wie in Phantom Hourglass. Man erzählt sich, es sei 8.24 Uhr. Ah, okay. Gut, danke. Sagen die alle das Gleiche? Sagst du auch das Gleiche? Man erzählt sich, es sei 8.24 Uhr. Okay. Danke, das wollte ich aber nicht wissen. Die Optik. Die Steuerung. Lass mal rein mit uns. Hallo. Wer ist denn hier? Zitadelle der Zeit. Hoppala. Fast wäre ich wieder rausgegangen. Ist das nicht das Zeichen vom Triforce? Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jeder mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Also, da müssen wir also erst später hin. Okay.
Gut. Gut, gut, gut. Dann kommen wir da später wieder. Tschüss. Aber es sieht aus wie eine Kirche. Das gefällt mir gar nicht. Ich mag Kirchen nämlich nicht. Ja, die Kirche hier im Ort zum Beispiel ist voll im Weg. Ich muss immer voll eng an ihre Mauer laufen, um nicht überfahren zu werden. Weil da der Gehweg so eng ist und ja. Das ist aber. Ich will da auch nicht dauernd nach dem Tor die Straßenseite wechseln müssen, um auf einem sicheren Gehweg zu laufen. Das ist total dämlich. Schloss Hyrule. Schon! Okay. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, da kann man hoch. Link, hier entlang. Drehe seinen Kopf gerade. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Ich wisse, hier auf diesem Grund. Nimm die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zur späteren Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Aha. Viel Glück. Danke. Es ist doch ein Kauz oder Uhu oder so. Wo sind die Tierexperten hier? Wo sind die Tierexperten unter euch? Kommen wir da nicht hoch? Wusste ich's doch. Oh, die Sonne ist voll im Weg. Okay. Ja. Oh, okay, es ist 10.28 Uhr. Wo sind denn hier Wachen? Oh, da vorne ist eine Wache. Okay, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle aber erstmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.